Hallo Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like da lasst oder eben diesen Channel abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Let's Play. Und ja, okay. In der letzten Folge haben wir ja sehr viel gemacht, wir können jetzt sehr viel machen, hier meine ich, wir haben ihn einfach getötet schon, ne? Diesen einen Typen da, mit den grauen Haaren, ging sehr schnell, wollte ich noch sagen, aber ich vergesse in der letzten Folge, ging sehr schnell, irgendwie, habe ich mir mehr erwartet, irgendwie, dass der, oder vielleicht kommt er nochmal wieder, kann das sein, aber auf den ersten Blick war der ja tot, und, ja, deswegen, jetzt, habe ich mir mehr erwartet, aber wie gesagt, vielleicht kommt er wieder. Egal, Leute, egal. Wir werden jetzt alles abklappern hier, was hier leuchtet. Erstmal das Langweiligste. Und ja, dann werden wir später hier oder gleich schon wieder aufs Jagdbrett gehen. Weil wir können wieder, Leute, wir können wieder Monster jagen. Und das will ich natürlich. Okay, was haben wir hier? Wahrscheinlich ja. Erstmal gucken. Ja, das war das. Krass, okay. Okay, das waren die Abschnitte, die wir gemacht haben. Ah, cool, okay. Okay. Soweit. So gut. Dann gehe ich kurz hierhin, weil wir haben neue Gegenstände und Briefe bekommen. Da wollen wir natürlich gemeinsam reingucken. Ja, das hier, ne? Ja. Schild des Gehackten. Okay. Ja, nicht so interessant. Okay, ein Neuempfang. Ich kann dir gar nicht genug für all das danken, was du für Kielbrück getan hast. Deshalb schicke ich anstelle von Streifen Dankesbezeugungen lieber ein paar Fässer unseres neuesten Jahrgangs. Vielleicht bringt dieser euch endlich von jener schäumenden Plörre ab, der man bei euch so gern frönt. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir hier mal durch. Gibt es neue Items wahrscheinlich? Oder neues Crafting-Zeug? Schauen wir mal. Also, was haben wir neu? Ah, guck mal, das ist neu. Runenklinge. Ist besser als unser Schwert, tatsächlich. Nicht viel. Aber ein bisschen besser. Das ist auch ein bisschen besser. Aber nicht viel, deswegen, ja, will ich das jetzt nicht holen. Glaube ich. 40.000, Leute, das ist eine Menge. 40.000 für ein Lied. Crazy, Junge. Crazy. Das ist viel. Ja, hole ich noch nicht, oder? Bevor ich das Schwert kaufe, gucke ich erstmal hier. Vielleicht können wir ein besseres craften, wisst ihr, ich meine. Oder verbessern. Ist was kaputt? Na, nicht ganz, glaube ich, oder? Ah, guck mal, Runenklinge. Können wir herstellen einfach auch. Sogar verbessert. Das ist weird. Diamantenschwert. Haben wir nicht, oder was? Welches Schwert haben wir eigentlich gerade? Ich muss einmal kurz gucken, Leute. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Scheiße baue. Ne, wir haben Lichtbrand, okay. Dann würde ich sagen, was verschafft mir die Ehre? Stellen wir das her, oder? Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Findet ihr das eine gute Idee? Guck mal, das ist auch besser sogar hier. Ah, okay. Guck mal, das ist sogar besser. Das nehmen wir direkt mit. Das nehmen wir auch mit. Und ich würde sagen, das hier, oder Leute? Habt ihr Bock? Ich meine, es ist besser als unser Schwert. Es ist besser als unser Schwert, tatsächlich. Ja, definitiv. Ist besser, guck mal. Nicht viel? Also, doch, 10 Punkte eigentlich. 10 Punkte, das ist eine Menge eigentlich. Also, das kann sich schon lohnen. Joa, das war's jetzt mal damit. Okay, bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden damit? Achso, wahrscheinlich, weil wir jetzt ein neues Schwert haben, ne?
Ja, können wir uns eigentlich mal angucken, das Schwert, warum nicht? Das hier, ne? Das hier. Nee, das hier. Sieht cool aus, finde ich. Ja. Dann gehen wir rüber. So, gehen wir erstmal da hin, oder? Erstmal hier hin, oder? Was gibt es heute? Erlaube mir, dich aufzuklären. Ja, sehr gerne. Können wir mal gucken, ob der jetzt tot ist hier, der Kollege, den wir meinten. Wo war das? Hier, ne? Irgendwo? Ja, doch, hier. Guck mal, er ist tot. Getötet. Salmir Harbard wurde von uns getötet. Krass. Da habe ich echt, mehr erwartet, sage ich ganz ehrlich. Da habe ich mir mehr erwartet bei den Kollegen. Ach, Leute, diese Kopfhörer, ne? Diese Kopfhörer, tut mir leid, ich muss gerade ein bisschen justieren. Okay. Ja, krass. Okay. Das ist interessant. Aber sonst hat sich nicht viel getan, glaube ich. Sofern ich das hier sehe, ne. So, hier nochmal reingucken. Okay, ja. Ist jetzt nicht so viel. Neues. Ah, warte. Was war das? Ah, okay. Junge, die Kopfhörer, ne? Wild. Wild, warte mal. Leute, ich muss kurz richten. Gib mir 2 Minuten. 2 Sekunden oder 5. Muss kurz, richten kurz, weil... Ihr kennt das vielleicht, wenn man so Ohrenschmerzen hat, die diese falsch auf den Ohren liegen. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ah, okay, Leute. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Okay, ich hoffe, jetzt geht's besser. So, dann gehen wir hier rüber. Denn wir haben ein neues Geschenk, Leute. Talisman des Erwachens. Das hört sich auf jeden Fall schon mal nicht scheiße an. Hier, bitte. Schauen wir gleich rein. Viel Glück da draußen, Sid. Oder jetzt, besser gesagt. Verlängert die Dauer des Effekts von Löwenherz Tonika. Ja, okay. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Fühle ich jetzt noch nicht so krass. Ehrlich gesagt. Gut, dann jetzt zum Jagdbrett, Leute. Zum Jagdbrett. Endlich neue Monster, die wir jagen können. Mega nice. Mega nice. Mal gucken, wie viele. Wahrscheinlich nur 1 oder 2, denke ich. Ah, 2, okay. Das hier. Rang A. Und das hier. Wir können ja mal gucken wieder. Auf der Webseite, wo ich mal gucke, wo die ganzen Monster sind. Lass mich kurz gucken. Final Fantasy. Jagdbrett. Jagdaufträge. Okay. Dann schauen wir mal rein, ob wir das direkt finden. Vielleicht reichen wir sogar ein Level, ich glaube nicht, aber vielleicht so ansatzweise. So, den haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht, den Drachen haben wir auch gemacht. Der Drachen war bisher der stärkste Gegner. So, das nächste ist dann, nee, das Pakt haben wir auch. Paradiesischer Meteor ist der nächste. Und der ist hier bei Damekia, okay. Ja, lass uns das machen, oder? Wir machen das direkt. Hier irgendwo? Warte mal, warte. Hier. Hier sollte er sein. Okay. Chillig. Gut, gehen wir hin. Markierung. Let's go. Shit, okay. Nice. So, hier rein? Nee. Nee, noch viel weiter. Oh, okay. Das ist weiter, als ich dachte, okay. Das ist weiter weg, als ich dachte. Definitiv. Okay. Das heißt, dann jetzt ein bisschen laufen.
ein bisschen laufen. So, hier rein, naja. Okay, nice, wir sind gleich da. Rang A ist der also nicht ganz so stark. Aber schon stärker. Da ist er doch, nice. Let's go. Sieht auf jeden Fall cool aus, coole Farben. Finde ich irgendwie ganz interessant. Guck mal, Leute, der hat keinen Stun-Balken. Ist das... oder hatten wir das schon mal? Also, dass der Gegner keinen Stun-Balken hat. Ich glaube nicht, oder zumindest mal nicht oft. Bin mir aber nicht ganz sicher. Junge, der macht schon ordentlich Damage, der Kollege. Holy shit, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, wo kam das denn jetzt her? WTF, WTF. Boah, chill doch. Junge. Hä? Okay. Okay. Junge, wie lange hat der das jetzt gemacht? Hä? Junge. What the hell? WTF? WTF, GG aber, krasser Typ. Krass, also die Fähigkeit gerade, die ging richtig lange. Hat richtig Damage gemacht. Holy shit. Okay. Guck mal, mit 3000 Fähigkeitspunkten, Leute, das ist doch eine Menge. Sich jetzt können wir eigentlich upgraden, oder? Warte mal. Ja, tut mir ein bisschen. Tut mir ein bisschen leid, weil war sehr schön. Eigentlich eine Schande, die zu töten, eigentlich. Oder? Eigentlich schon. Sehr schöner Vogel, eigentlich. Gewesen. Lass eben alles einsammeln, bevor wir zum nächsten Monster gehen. Was auch wirklich ein Monster ist, dann, weil das war ja kein Monster, ja, oder? Das war jetzt kein Monster, irgendwie. Okay, naja. Wie er sagte, wir hatten keine Wahl, leider. Glaube ich, weiß ich nicht. Guck mal, wir haben 3000, das reicht hierfür, Leute. Wir wollten das Upgrade, oder? Die Main-Fähigkeit, also die Ultimate von der Bahamut. Komm, haben wir gesagt, machen wir. Kostet ja 6000 das nächste Mal, holy shit. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. So, warte. Das nächste Monster ist bei Sanbrick. Das kann weg. Also, Sanbrick. Wo war das? Hier oben, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder? Kielbrück. Doch, hier, irgendwo hier. Dann soll das Monster hier sein. Krass. Hier. Okay. Let's go. Bin ich mal gespannt. Wie das jetzt wird. So.
Wie komme ich da jetzt am besten hin? Hier, achso, hier durch? Okay, ich sehe schon. Sind wir noch richtig? Oder? Ich muss hier hoch, oder? Ich glaube, ich musste hoch auf die Brücke. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Ja, hier. Ah, okay, ich weiß, wo es lang geht. Okay, ich verstehe. Dann hier. Ja, okay. Schön. Ja, okay. Hä? Oder? Leute, bin ich lost? Hier soll es eigentlich einen Weg geben. Wie kommen wir da jetzt hin? Ist das, nee, unten kann das nicht sein, oder? Hä? Okay, interessant. Warte mal. Checke ich jetzt noch gerade nicht so richtig? Oder wird das doch hier lang vielleicht? Nee. Oder? Ich weiß. Nee, das macht keinen Sinn, okay. Ah, oder? Warte mal. Nee. Hä? Leute, okay, interessant. Haben wir bisher auch noch nicht so gehabt. Ja, laut Map ist hier ein Weg, sehen wir ja. Also irgendwo hier. Aber wir kommen hier nicht durch. Das geht nicht. Wahrscheinlich drüber? Geht das vielleicht? Nee. Das ist interessant. Vielleicht gucke ich mal, was steht bei der Seite. Warte mal. Ich gucke gerade, nicht wundern. Ah, okay, Leute, ich check's. Ah, okay. Ja, ist jetzt kein Rätsel, glaube ich, wenn es das stimmt, was da steht. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir, glaube ich, durch den Weinkeller. Und dann kommen wir da hin, okay. Ja, gut. Bisschen komisch gemacht von der Map hier. So. Hätte man irgendwie so kennzeichnen können. So, dass es da runter ist irgendwie. Also tiefer, eine Etage tiefer. Ja. Wäre vielleicht hilfreich gewesen. Hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Und dann irgendwie hier durch. Oder ja. Ich glaube, das macht Sinn. Aber mal gucken. Vielleicht stimmt das gar nicht. Aber das sieht gut aus. Ja, doch. Das sieht gut aus. Ja, okay. Ich glaube, das ist richtig. Ja, okay. Er hätte mal auf der Map kennzeichnen können, finde ich, ne? Also, so kennt man ja von vielen Spielen. So, Etage tiefer, Etage höher. Dann wäre es ein bisschen deutlicher gewesen. Jetzt war es ein bisschen verwirrend, aber gut. Ich glaube, hier haben wir das erste Mal Benedikta getroffen. Wisst ihr noch? Ich glaube wohl. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube wohl. Ja, hier ist der Kollege. Crazy. Junge, das ist ein riesiges Rohr. Oh Mann. Nee, jetzt sind wir gespannt auf die Ultimate von Bahamut, die wir abgegradet haben. Mal gucken, was die jetzt kann. Warte mal, let's go. Wahrscheinlich geht die jetzt länger, oder? Länger oder mehr Damage macht die? Ja, ich glaube, die geht länger jetzt ein bisschen. Unwahrscheinlich macht die jetzt ein bisschen mehr Damage. Höchstwahrscheinlich. Geh ich mal von aus.
Stich, okay. Nice. Das war. Ja, chillig eigentlich, ne? War jetzt kein richtiger Gegner. Cool. Cool, cool, cool. Ja, Leute. Das waren alle Bosse. Also, auf dem Jagdbrett Bosse, die wir besiegen konnten. Vorerst. So, das kam weg wieder. Okay, da können wir zurückgehen. Nice, Leute. Sehr erfolgreich bisher. Wir beginnen erfolgreich. Wir beginnen erfolgreich in diese Folge. Nice. So, jetzt erstmal wieder auf, also wieder ausrüsten, ne, mit Tränken und so weiter. Haben wir schon einige verbraucht, deswegen. Clive. Was suchst du denn? Warte. Hier, ne? Ja. Hier. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Dann kurz zu Harpo gehen, da mal wieder Level up machen. Ich glaube, mittlerweile sollten wir eigentlich wieder ein paar Level up. Oder ein Level abbekommen, wie es wahrscheinlich. Glaube ich, auf jeden Fall. Ich kann auch lesen. Nur noch nicht. Gehortetes Wissen ist verlorenes Wissen. Und? Kommt schon. Ah, doch nicht. Nee, oder? Nein! Knapp. Wenn ihr eine Frage habt, das war knapp. Sie gern beantworten. Das war auf jeden Fall knapp. Okay, hier haben wir nicht mehr. Okay, das haben wir noch nicht vervollständigt. Das auch noch nicht, okay. Ihr seid mir immer willkommen, Clive. Gut, dann gehen wir zu Harpo. Zu Otto meine ich. Und reden mit den Guten. So, noch einmal kurz hier gucken. Okay, wie viel haben wir denn jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, 19 Stück schon. Wie viele gibt es, meint ihr, Leute? Okay, interessant. Okay, mehr ist hier nicht, okay. Dann let's go. Clive? Wenn du hier bist, wo stecken all die anderen? Sag bloß nicht. Sie sind alle am Leben. Es ist viel passiert. Ihr macht wirklich keine halben Sachen, was? Na, immerhin leben alle noch. Gut. Zu Sids Notizen. Tut mir leid, das zu sagen, aber wenn du sie hättest, dann wärst du... unter einem Haufen Schutt begraben. Ich weiß. Aber wir konnten damals ein paar Kleinigkeiten aus den Ruinen retten, von denen die meisten hier auch Verwendung gefunden haben. Die persönlichen Dinge gingen an die Angehörigen. Im Fall von Sids Sachen... wäre das dann mit? Ich sehe in der Werkstatt nach. Okay. Ja, dann schauen wir mal in die Werkstatt. Mal gucken, ja, was wir da finden werden. Amber und das Lazarus. Meinst du, mit Schiff wird je in See stehen? Das könnte Sets altes Tagebuch sein. Aber wenn's hier liegt, hat Mitt es schon gelesen. Ich such besser weiter. Was haben wir denn hier? Oh, Sids Pfeifen. Ich gehe mal davon aus, dass Mitt die nicht braucht.
Tagen gibt es keine Nachrichten aus Kanada. Okay. Setze deine Suche fort, okay. So müssen wir weitersuchen. Tatsächlich, okay. Ah, hier, okay. Die Puppe habe ich in Sids Kammer gesehen. Ob sie wohl mitgehört? Was steckt denn da drin? Ein Brief, ein Rätsel. Methadol? Keine Ahnung, ich sag mal mit einfach. Ich weiß, du magst Rätsel, also gefällt dir das hier wirklich auch? Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles ist im Reinen. An der letzten Zeile muss ich wohl noch ein wenig feilen, aber vielleicht kommst du ja trotzdem darauf, wo ich meine beste Erfindung versteckt habe oder haben könnte. Kleiner Hinweis, dein Erstlingswerk könnte alle Banden oder Baden dieser Welt arbeitslos machen. Viel Glück. Sids beste Erfindung. Oh, klingt vielversprechend. Ja, das... Ob Sid etwas in Mits Erstlingswerk versteckt hat? Was kann das sein? Vielleicht weiß Otto mehr. Ja, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Gibt es Nebenquests? Gut. Immer mal gucken, was ist. Und? Fündig geworden? Vielleicht. Du weißt nicht zufällig, was Mits Erstlingswerk war. Ihr erstes? Das Mädchen hat so viel zusammengeschraubt. Außer du meinst das Orchestrion. Sie war allerhöchstens 11 oder 12, als sie dieses Ding gebaut hat. Hat alle überrascht. Besonders Sid. Du hättest sehen sollen, wie stolz er auf sie war. Was hat es mit der alten Kiste auf sich? Ich glaube, Sid hat darin etwas versteckt. Wird mich nicht wundern. Die und ihre verflixten Schatzsuchen. Es gab kaum was, das nicht von ihnen versteckt wurde. Cole meinte, in Canva sei alles voll mit Akasischen. Ah, okay, damals wird, okay. Dann. Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht. Was wart ihr nicht? Gar nichts. Wir haben nichts gemacht. Vor allem nicht das Orchestrion kaputt gemacht. Was ist damit? Es geht nicht. Außer wenn es geht. Siehst du? Und ihr habt nichts damit zu tun? Nö, gar nichts. Wir wollten nur Lieder hören, aber alle auf einmal. Also haben wir alle Knöpfe gedrückt. Genau so. Siehst du? Nur zu gut. Na schön, aus dem Weg. Da steckt etwas zwischen den Zahnrädern. Jetzt ist es ganz kaputt. Kannst du es reparieren? Nein, ich meine... Ja. So. Probieren wir es mal. Es geht wieder. Sid hat's repariert. Mehr als nur repariert. Ja, neue Musik. Hör ich zum ersten Mal. Sie ging los, nachdem ich das entfernt habe. Was immer das ist.
Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es wichtig ist. Sid hat es mir mal gezeigt und meinte, das sei der Stoff, aus dem die Träume sind. Hoffen wir, dass Schiffe auch aus diesem Stoff gemacht sind. In der Tat. Zeit, ein paar Träume wahr werden zu lassen. Okay, das war's schon mit der Quest, okay? Strange, aber gut. 500 Fertigkeitspunkte dafür bekommen, das ist auch wieder eine Menge. Für sowas willst du eine kleine, ja, einfach nur reden. Nimm mir natürlich mit. Nice. Cool. Nach euch beiden habe ich gesucht. Ach so? Was ist denn los? Der Kronprinz. Er ist gerade gegangen. Dion ist fort? Er ist aufgewacht, aufgestanden und hat uns verlassen. Ja, fort. Immerhin hat er eine Nachricht hinterlassen, bevor er sich eines von Obolus' Boten genommen hat. Sollen wir ihn verfolgen? Nein. Wir sind nicht seine Hüter. Er kann tun, was er für richtig hält. Ich wünschte, er täte das im Bett. Seine Wunden sind längst nicht verheilt. So wie deine, nehme ich an. Otto hat mir von Canva erzählt. Warum sind die Prinzen dieser Welt so abgeneigt, sich zu erholen? Frag, wenn ich zurück bin. Das könnte aber etwas dauern. Versuch, wenigstens aufzupassen. Du hast sie gehört. Komm lebend zurück, ja? Wenn ich hier bleibe, desto weiter segelt die Galeone. Ich muss zurück. Okay, wir haben zwei neue Nebenquests, sogar eine mit Schmied, also ein Plus, also wieder ein neues Feature oder ja, neues Feature, was freigeschaltet wird oder eine Verbesserung. Hier eine normale Nebenquest. Aber krass, Dion ist also weg. Ah, noch ein Plus hier oben. Also Dion ist schon mal weg. Interessant eigentlich. Okay, mal gucken, was er noch macht. Ich hoffe, er ist jetzt gut, nicht böse. Also ich hoffe, er bleibt jetzt auf jeden Fall einer von den Guten. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Lass mich kurz überlegen. Ich wollte irgendwas machen. Stimmt. Nee, warte. Ah, nee, schon gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen das, oder? Wir gehen rein in die Nebenquests. Und ja, ziehen das weiterhin durch. Mal gucken, wie lange die gehen. Ich hoffe, nicht so lange. So, dass wir eben gleich wieder die Mainquest angehen können. Ja, das ist so ein Ding ist das. Aber ich bin guter Dinge. Wir werden es ein bisschen beeilen. Natürlich. Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau. Eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne?
Okay, let's go. Beim Jagdbrett. Okay, es gibt neue Jagdbrett-Aufträge. Das ist richtig. Junge. Okay, gehen wir hin. Zumindest mal glaube ich, ja doch, das müsste es sein eigentlich. Ja doch. Weil wir sehen ja hier die Icon, das Icon der aktiven Quest ist so helles Grün. Ja, das macht schon Sinn. Ich bin jetzt hier lang gelaufen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich habe gehört, du hast mit aus Kanban mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber doch, das macht schon Sinn. Also wenn ich mal erwachsen bin, will ich auch so tun. Amber und das Lazarusviertel sind also. Langer Weg. Langer Weg. Okay, schauen wir mal. Ah, hier, über die Sichtung von Moor Bulls. Okay. Okay. Ah, okay. Direkt neues Monster hier, oder was? Rang B aber nur. Es geht aber. Okay. Karotte. Er heißt einfach Karotte. Karotte. Okay. Dann schauen wir mal, wo der ist, der Kollege. Die Karotte. Die Karotte ist bei Rosaria schon mal, okay. Ja, kriegen wir hin. Okay, da ist die Mainquest, schon mal gut zu wissen. Aber wir wollen erstmal nach Rosaria, hier irgendwo. Also, hier ist der. Hier muss ich echt sagen, werden wenig Memories. Also, das war das erste Gebiet, was wirklich frei erkundbar war. Wisst ihr noch, wo wir hier waren? Es ist so heftig eigentlich. So lang her schon wieder. Danke an alle, die bisher dabei waren oder immer wieder reingeguckt haben. Wirklich, das ist wirklich cool. Natürlich kann ich verstehen, dass ihr nicht bei jeder Folge mit dabei seid. Bei 1 Stunde 30 hat nicht jeder Zeit. Aber wenn ihr das irgendwann mal guckt nacheinander und hier seid, sage ich schon mal Danke an alle, die immer mal wieder dabei waren oder dabei sind. Regelmäßig, das ist sehr nett übrigens. Hier nochmal gesagt, kann man ja nicht oft genug sagen tatsächlich. Deswegen, danke Leute. Sehr nett. Das kann eigentlich wieder weg hier. So, hier müsste ja sein. Eigentlich. Es sei denn, ich habe mich verguckt, aber ich glaube nicht. Nee. Okay, er ist hier. Let's go. Karotte. Ja, ist halt original ein Kamehameha eigentlich, ne? Ist ein originales Kamehameha. Wenn man so will. Also, ja. Nice. Nein, okay. Er bullet sich ein oder. Ja.
Au. Nice. Let's go. Perfekt. Das war gut. Junge, Junge, mittendrin, Schatten dabei. Okay, nice. 2000 Erfahrungspunkte, ja, cool. Ordentlich Cash bekommen wir den, krass. Ordentlich Cash bekommen wir den. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Also, auch der jetzt ist nicht annähernd rangekommen an den Drache. Also der Drache bisher... Der stärkste Gegner, nicht nur auf den Jagdbrettern, allgemein in dem Spiel bisher. Also der Drache war heftig. Der war auch Level 50. Mal gucken, ob da noch so ein starker Gegner kommt. Ich hoffe, weil so schwer der Drache auch war, hat es auch Bock gemacht, gegen ihn zu kämpfen, hätte ich gesagt. Deswegen hoffe ich mal, dass da, dass da noch so ein starker Gegner kommt. Aber ich denke mal schon, oder? Ich denke mal schon. Hoffentlich. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Dass wir dann auch einige erleben werden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt nächstes bekommen als an Feature oder als das nächste Upgrade, was wir bekommen. Bei den Game hier, also bei der Quest meine ich. Das ist ein sehr langer Weg immer. Ich kann nicht rennen. Nicht, dass ich wundere, schneller geht's halt nicht. Also ich kann nicht rennen. Also ich kann eher so laufen nur. Deswegen nicht wundern. Nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Okay. Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Okay, was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Ah, okay, warte. Wird zur weiteren Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt? Okay. Okay. Ah, Mittel maximal verstärkt, okay. Was auch immer das heißt, wahrscheinlich Tränke, denke ich mal. Hoffe ich.
Du hast etwas verstärkten Nixon-Kelch-Extrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Ah, okay, nice. Heiltränke und so weiter. Ah, cool. Das ist cool, nice. Das hat sich gelohnt. Das heißt, wir machen direkt die nächste hier. Die hier. Ach, mach ich. Das markiere ich eigentlich. Dumm. Okay. Nice, das war cool. Ich liebe solche Missionen, wo wir halt ja, neue Sachen bekommen. Features, Verbesserungen. Finde ich immer sehr, sehr cool. Und das hat sich ja gerade sehr gelohnt. Ja, komm, ich gehe hier lang. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich gehe doch hier lang. Ich weiß nicht, was kürzer ist. Aber vom Gefühl her kommt mir das irgendwie kürzer vor. Weiß ich nicht. Okay, let's go. Let's go, Leute. Wie geht's, Clive? Schledon meinte, du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Übrigens, ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen um ihn. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Und natürlich habe ich den gleich Schledorn gezeigt, um ihn zu beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Schledorn vertraut sich dir ja öfter an. Also könntest du vielleicht... Ich soll mit ihm sprechen? Gut. Wir sollten der Sache wohl besser auf den Grund gehen. Danke, Clive. Ich werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. Geht klar. Ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Ja, gehen wir direkt hin. Jetzt passt es am besten eigentlich. Gehen wir direkt hin. Wetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledorn. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Es war der Ring, zufrieden? Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt, mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Erinnerungen? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledorn. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst, der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Soltan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ring hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Soltan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich, ich brächte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei.
denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und ich lass mich nicht von einem Kerl wie Soltan übertreffen. Na gut. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck. Die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledorn? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht allein. Ist ja gut. Wunderbar. Und wo finden wir jetzt diesen Soltan? In Dravost, meiner Heimat. Er ist dort inzwischen der Dorfvorsteher. Dravost, hm? Schon mal gehört. Nicht weit von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Gut, Clive. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ich sorge dafür, dass Schledorn auch wirklich mitkommt. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Okay. Reise nach Dravost. Keine Ahnung, wie es ausspricht, Leute. Okay. Ah, Harpo ist ja auch was Neues, okay. Wollen wir erstmal dahin gehen, Leute? Ja, oder? Das ist mal dahin gehen. Irgendwie triggert mich das, wenn da so ein Icon ist. Und wenn ich schon mal hier bin noch, können wir doch direkt kurz hier vorbeischauen. Ich helfe dir. So, let's go. Wir haben euch hier schon vermisst. Wahrscheinlich ist Level 6, oder? Kapitel schon gelesen habt. Komm, Level 6. Kommt schon! Yes! Nice. Das hier werdet ihr sicher sehr interessant finden. Weißt du, was das bringt, ihr Level? Ey, Leute, kein Plan, was das bringt mit dem Level hier. Bei Harpokratis. Aber ja. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Wird schon irgendwie seinen Grund haben, denke ich mal so. Weißt du, was ich meine? Wird schon irgendwie seinen Grund haben. Was haben wir hier? Nee, hier ist nicht mehr so viel, okay. Politik. Die Wunder der Welt. Und ja, Bestien. Okay, wir müssen ja eh reisen. Warte mal, wohin geht's denn hier? Hier. Aber wo genau? Ach, da, okay. Warte mal. Okay, dann müssen wir am besten hierhin gehen. Ja, direkt straight durch. Ambrosia hilft mir hier nicht. Ja, wahrscheinlich können wir gleich, wenn wir das abgeschlossen haben, die Quest, dann können wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, gleich wieder neue Sachen craften, verbessern. Also, auch sehr cool und wichtig. Ja, nach rechts, okay. Die freien Städte werden belagert. Können wir jetzt hier Ambrosia immer noch nicht? Ja, doch. Ja, ganz schön weit, aber guck mal, hier ist ein neues Gebiet so ein bisschen, also haben wir noch nicht ganz erkundet, diesen Weg hier wahrscheinlich durch. Also, dann hier noch was, dann haben wir es eigentlich schon. Die ganze Map aufgedeckt. Ja, das Gegner, ja. Okay, das ist ein Gegner. Kann ich vorbeilaufen? Ja. Ja, komm, lass vorbeilaufen, oder? Lass vorbeilaufen. Ja, hier jetzt. Ah, okay. Ah, sogar ein Stein, also mit Obelisk. Cool.
Das ist natürlich cool. Endlich haben wir hier einen Obelisk auf dieses Gebiet. Das ist natürlich sehr schön. Rausgeflogen? Nein, dieser Witzbold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle? Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf. Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft? Schledorn? Lange nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel. Und jetzt lass uns durch. Na gut. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun. Verstanden. Ich schlag nicht zuerst zu, versprochen. Reicht dir das? Na dann, bitte. Herzlichen Dank. Ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Hey, machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln. Bitte, Clive. Schon gut. Ich tue mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Okay. Okay, wir haben den Händler auf jeden Fall hier. Gehen wir mal kurz vorbeigucken, oder? Der Händlerin. Aber hier ist gar nichts. Gut. Schade, aber wahrscheinlich sind hier noch ein paar Kisten, Leute. Ihr wisst Bescheid. Suche ich jetzt danach? Suche ich jetzt danach oder nicht? Vielleicht so ein bisschen. Jetzt nicht. Will ich aktiv? Ah, okay. Jetzt haben wir den Weg hier auch geschlossen. Okay, da wollen wir nicht hin. Wir bleiben jetzt mal hier in diesem Dorf, denke ich. Und guck mal so ein bisschen sporadisch. Vielleicht finden wir. Vielleicht finden wir eine Kids im Augenwinkel, so, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre okay, aber. Ah, hier zum Beispiel. Okay, schon mal gut. Ah, ein Hundi wieder. Können wir nicht streichen, leider. Mama, warum ist also, Hunde, die man nicht streichen kann, spielen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Okay, gucken wir hier nochmal vorbei. Komm schon, gib mir noch eine Kiste. Gib mir noch eine Kiste, das wäre doch cool. Hier, nice. Schön, danke dafür. Sehr, sehr nett. Für ein paar Monate sollten unsere Vorräte. Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen! Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sage ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren.
Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt! Das können wir vergessen! Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht! Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut. Ich gehe. Sultan muss irgendetwas tun. Wenn das so Schledorn, Junge. Schledorn, bester Name. Schledorn. Mama, warum ist Papa noch nicht zurück? Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Bleib ruhig. Lass mich raten. Sultan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Sultan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Sultan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Sultan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sids Blasebalg mit der Welt zu teilen. Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledorn. Sids Erfindungen waren für uns gedacht, damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valestheas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst... Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Soll ich die Pläne holen gehen? Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August.
In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Na, dann gehe ich mal auf die Jagd. Ja, Mann, endlich. Endlich wieder ein bisschen was tun, ne? Wird Zeit, weil... sehr viel Gerede, da, klar, ich feiere das hier und da, aber... das war sehr viel Gerede, gebe ich zu. Deswegen jetzt sehr wichtig, dass wir ein bisschen mehr Action haben. Let's go. Schnell weg hier. So, einfach hier, okay. Ich hoffe, es lohnt sich jetzt auch gleich, die Verbesserung für das ganze Gerede hier, weil die Nebenquests geht schon sehr lange. Also für mich schon wieder ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sich das jetzt gleich auch lohnen wird. Dass wir ein geiles Feature bekommen, ein geiles Upgrade bekommen, irgendwas, irgendwas dazwischen. Dann, hoffentlich. Aber Schmied ist immer gut eigentlich. Besserer Schmied heißt vielleicht bessere Waffen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ab nach Hause. So, was müssen wir töten? Weiß ich gar nicht mehr. Wüstensalamander. Ist das hier ein Salamander? Da ist ja unser Blasebalg. Ja, da ist er doch. Level 35, okay. Nice. Ja, chillig. Chillig, vanillig, sag ich immer. Okay. Fast für 1000 Fähigkeitspunkte. Holy shit, okay. Das sollte sogar genug Haut für mehrere sein. Okay, gut, dass wir jetzt hinreisen können. Gott sei Dank. Mal ans Werk. Wenn alle mit anpacken, sind wir im Nu fertig. Ich glaub's einfach nicht. Das Ding funktioniert tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das! Der Wurst ist gerettet! Ich muss mich entschuldigen. Und ich nehme alles zurück. Was ihr uns da gebaut habt, ist ein verdammtes Wunder. Ihr habt das Dorf gerettet. Du solltest Schledorn danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich habe jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist das Ergebnis. Mit dieser Kohle brennt das Feuer viel heißer und länger. Und der Stahl wird besser denn je. Unser Geheimnis gegen eures. Zum Dank. Ich war immer neidisch auf Schledorn. Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledorn eines Tages ebenbürtig zu sein. Aber auch noch so viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie, ohne Zweifel.
Das Dorf hätte ihn gebraucht. Trotzdem ist er einfach auf und davon. Talentiert und frei. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Tja, wie sagt man? Oriflam wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sowas braucht Zeit. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden geht. Viel wichtiger ist aber, Schledon hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Ja, mir auch. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorge dafür, dass er heil nach Hause kommt. Du aber auch bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Okay, Spezialkohle haben wir bekommen. Mal gucken, was das dann bedeutet. Gleich oder später. Achso, wir müssen direkt zurück, okay. Komplett zurück, ich verstehe. Ja, hierhin. Bin ich jetzt aber mal wirklich gespannt, würde ich sagen, was das bedeutet, was wir bekommen haben oder was wir bekommen. Da seid ihr ja. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ist das Kohle? Woher hast du die? Er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Hä? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Aber ich bin froh, dass ihr es tut. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Und dabei sind die beiden sich so ähnlich. Sture Böcke. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm guttun. Das stimmt, aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Ledon. Aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Leute. Junge. Haben wir immer 900 P bekommen. Ist mal gut. Und wir einen Baublen bekommen. Okay, schauen wir gleich mal, was das genau bedeutet. Uroboros Bauplan freigeschaltet, okay. Ja, gehen wir direkt hin. Willst du was schmieden? Ja, eigentlich. Also können wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee. Uns fehlt halt irgendwas. Schade eigentlich. Steinzunge fehlt uns. Ist wahrscheinlich vom Monster, was wir freischalten oder besiegen müssen. Okay, ja gut. Nicht so schlimm, denke ich. Ah, guck mal, das ist ein Upgrader. Will ich das, wo wir jetzt das Neue haben? Oder vielleicht bald das Neue bekommen, meine ich? Ja, nicht, oder?
Ah, die Rundlinge können wir stärker machen. Das will ich natürlich tun. Kannst mir später danken. Das ist cool. Das ist cool. Was das? Okay. Ja, war wieder eine lange Quest, Leute. Eine lange Quest. Wieder viel Gerede und so da. Ja. Gehen wir mal hier hin. Hier. Da ist auch was Neues. So. Okay, guck mal, wir haben sogar neue Sachen. Boah, wieder bis. Guck mal, heftig. Genji-Handschuhe, okay. Interessant. Was haben wir noch? Ohrringe. Und ja, sowas, okay. Das hier bekommen wir 2500 Fertigkeitspunkte. Heftig. Das ist crazy. Das ist richtig gut. Boah, krass. Warte mal. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 3000 wieder, Leute. 3000. Junge. Junge. Das ist, das ist nice. Das ist nice. Das auch mal upgraden. Auch mal nice eigentlich. Aber irgendwie will ich auch das upgraden. Ich will alles upgraden, Leute. Alles eigentlich. Eigentlich müssen wir, ja, das nicht. Das auch nicht, okay. Ja, okay. Garuda ist mir erstmal egal, tatsächlich. Garuda ist mir erstmal egal. Ja. Also. Boah, ich feiere auch. Ramu feiere ich auch, muss ich sagen. Also. Die Titan feiere ich gar nicht. Also, ich würde sagen, entweder sparen wir oder entweder machen wir das, graden wir das ab. Oder wir graden das ab. Was kostet 25, ne? Wollen wir das mal erlernen? Die kleinen Dinger hier? Guck mal, die kosten ja gar nichts eigentlich. 10. Komm. Kostet halt nichts. Jetzt im Billing hier 15. Weil mein Ziel ist schon, dass wir alles upgraden, was geht so. Ja komm, das nehmen wir auch mit. Können wir sie nochmal upgraden, krass. Können wir sogar nochmal upgraden, das ist crazy, das ist gut. Ja, ich weiß nicht, Leute, ich weiß es nicht. Was habt ihr? Ja, ist ja kein Livestream hier. Aber ich würde euch jetzt fragen wahrscheinlich. Was machen wir, ne? Was machen wir? Ich finde alles cool eigentlich. Ich finde das auch sehr cool. Ich glaube, ich würde das upgraden, weil das ist immer sehr, sehr geil gewesen, weil es so Flächenschal macht. Ja, komm, wir sparen auf das. Wir sparen auf das. So, Leute, wir sind jetzt bei 1 Stunde 20. Wir haben noch eine Quest übrig. Aber ich glaube, ich würde die in der nächsten Folge machen. Weil, wenn die jetzt auch wieder so lange geht, dann wird das hier eine längere Folge. Und das würde ich jetzt ungern tun eigentlich. Aber, obwohl, Leute. Ja, komm, machen wir. Nehmen wir die mit. Wir nehmen die Quest mit. Warum nicht? Ist ja noch eine Quest. Let's go. Igor, sei Dank. Da bist du. Genau zur rechten Zeit. Was ist los? Taya arbeitet sich gerade in ein frühes Grab. Seit ihr letzter Patient eingetroffen ist, gönnt sie sich überhaupt keine Pause mehr. Ich habe angeboten, mich um den Mann zu kümmern, aber sie lässt mich nicht. Clive, sie hat seit Tagen die Krankenstube nicht verlassen. Sie überanstrengt sich zu sehr. Wenn sie nicht bald schläft, bitte sprich mit ihr. Befiehl ihr eine Pause, wenn es sein muss. Denn wenn sie so weitermacht, befürchte ich, dass unser Versteck bald seine beste Heilerin verlieren wird. Ich werde mich hüten, Taya etwas zu befehlen. Aber ich rede mit ihr. Danke. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Rodrik sorgt sich um dich. Und ich auch, wenn es stimmt, was er sagt. Wir bewundern deine Hingabe, aber du musst dich ausruhen. Mach ich, wenn es soweit ist. Doch jetzt bleibe ich hier.
Das sind wir ihm schuldig. Wer ist das? Ein alter Bekannter. Jemand, der es nicht verdient, allein zu sterben. Es dauert nicht mehr lange. Der Kristallfluch hat seine Arbeit bald getan. Hätte ich Tränen, könnte ich ihm helfen, aber ohne sie werde ich die Qualen seiner letzten Stunden leider nicht lindern können. Wie können Tränen ihm helfen? Nicht meine Tränen. Tränen der Gnade. Elysia. Nur sie sind stark genug. Du wolltest doch nicht. Taya. Gibt es denn nichts, was wir für ihn tun können? Manchmal ist ein sanfter Tod alles, was wir schenken können. Das solltest du dir gut merken, Rodrigue. Ich... Natürlich. Wir haben alle Zutaten für Elysia, bis auf eine. Sie muss frisch sein. Daher haben wir selten viel zur Hand. Ich kann Tränen herstellen, wenn du bringst, was uns fehlt. Sag, was du brauchst. In den Wäldern von Norvan, bei Lauberts Forstweg, leben Spinnen, die Gift weinen. Hol eins ihrer Augen. Versuch, es nicht zu beschädigen, aber meide das Sekret. Bis zu deiner Rückkehr werde ich die anderen Zutaten bereitstellen. Danke, Clive. Das vergesse ich nicht. Okay. Ist aber anscheinend nur so eine Quest, wo wir was sammeln müssen. Das sollte ja relativ schnell gehen eigentlich. Aber mal gucken, weiß es. Ja, okay, hierhin müssen wir. Ja, schon komisch jetzt, dass hier alles tot ist, bei Kielbrück. Früher, wo wir mal hier waren, war ja richtig was los, immer da war so eine, ja, wo man essen konnte und so weiter. Das war immer ganz cool. Aber krass, dass man das so Veränderungen sieht, ne, in der Welt. Das finde ich immer eigentlich auch immer ganz cool, wenn die Welt mit wächst oder sich verändert eben. Je nachdem, was passiert. Finde ich immer ganz cool eigentlich. Deswegen, ja, feiere ich das eigentlich mega bei den Game. So, okay, wir sind gleich schon da. Können wir Ambrosia schon rufen? Nee. Oder? Nee. Geht nicht. Hier vielleicht? Nee. Ambrosia hilft mir hier nicht. Okay, dann laufen wir einfach. Ist ja jetzt, sind ja eh gleich da. So, ich glaube, da laufe ich vorbei. Ich glaube, da laufe ich vorbei jetzt. Eins reicht hoffentlich. Ah, okay, das war's schon. Mit den Vorbereitungen sicher fertig. Ah, okay. Ich dachte, ich muss jetzt noch irgendwie looten oder so, aber nee. Ah, warte mal. Ich hab da was gesehen. Ja, doch nicht. Ich dachte, da bin ich Icon, also beim Händler, dass da irgendwas Neues gibt, aber habe ich mich, ein bisschen verguckt. Aber cool, das ging schnell. War doch eine schnelle Quest. Könnte genau passen eigentlich mit der Folge jetzt hier. Das wäre cool. Dann haben alle drei Nebenquests erledigt. Zwei sehr gute sogar. Und dann können wir ab der nächsten Folge direkt weitermachen mit der Main Quest hoffentlich. Ey, ich bin gespannt, wie viele Nebenquests noch kommen. Wir haben schon so viele gemacht. Crazy, oder? Crazy. Finde ich heftig irgendwie.
das Richtige? Ja, ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Gäbe es nur einen anderen Weg. Wie fühlst du dich? Leicht, befreit, als triebe ich im Meer. Gut, lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich bin so stolz auf dich. Er ist tot. Danke, Roderick. Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Auf den südlichen Inseln, an der Front eines sinnlosen Krieges. Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies. Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Einem Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Das werden wir. Versprochen. Das hoffe ich. Okay, nochmal eine richtig deep Quest am Ende, also mit Tod und so weiter. Immer nicht schön, also krass. Krass, rübergebracht irgendwie. Aber Leute, das war die letzte Quest, die wir, also die letzte Nebenquest, die wir machen mussten, dürften, wie auch immer, je nachdem, welche Quest es dann am Ende ist. Leute, das war's. Ich sag auf jeden Fall danke fürs Dabeisein schon mal. Das ist der Status aktuell. Wir sind gut dabei, hab das Gefühl. Wir sind gut dabei. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Mainquest. Ich habe sehr viel Bock. Auch mich nerven manchmal die Nebenquests, aber ich muss sie irgendwie machen. Ein paar sind ja cool, zum Beispiel die war ziemlich cool eigentlich. Die andere mit den Schlägern war ein bisschen zu lang und so weiter, ne? Egal, Leute, egal. Lasst mir gerne ein Like, abonniert gerne den Channel für weitere solche Let's Plays oder Videos. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke an alle, die es gemacht haben. Das unterstützt mich und vor allem den Channel sehr. Deswegen danke an alle. Das ist nicht selbstverständlich. Wirklich. Also das meine ich ernst. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, wirklich. Auch das meine ich völlig ernst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.